We could float among the stars together, you and I. For we can fly. We can fly. Vamos a volar. Well, ladies and gentlemen, hello again. Ich sag einfach hello again. Und zwar möchte ich damit anfangen, dass ich dir zeige, was ist Astromap. Du musst generell wissen, wie es funktioniert. Es ist so, dass, stell dir einen Garten vor und ist jetzt die Sache, wo ich die Gießkanne drauf halte, das wird größer. Wenn ich zum Beispiel schwierige Konstellationen in meinem Chart habe, also Past Life Obstacles, und dann halte ich die Gießkanne da drauf, dann wird das größer, genau wie Unkraut größer wird. Und natürlich wird dann die Dringlichkeit des Unkraut zu jäten, wird dann auch, die Notwendigkeit wird auch größer. Die Frage ist bloß, wir müssen als Astrologen einschätzen, generell ist die Person befähigt dazu, also schafft die Person, das hat die Person die Konstitution, was ist die Dasha-Periode der Person. Es ist genauso, wenn die Wohnung mit Schmutz vollgeladen ist, dann wird die Dringlichkeit natürlich die Reinigung zu machen größer, aber es kann auch überfordern und du kannst auch sagen, I'm spitting on it, I really don't want to have it. Und du weißt also, man kann auch schnell genervt sein und wir müssen halt so die Gesamtsituation sehen. Und ich persönlich, ich halte als Remedy Astromap als das Allerstärkste. Also es ist mit das stärkste Remedy. Weißt du? Ich halte nichts von Stein. So mit den Steinen und Mantras. Das ist alles Treta-Yoga, Dwapara-Yoga, aber im Kali-Yoga Sankirtan. Also es ist vor allen Dingen People sind die erste Remedy und die zweite Remedy ist Google Map oder ich meine Astromap. Weil eben die Energien so stark sind und das Surrounding auch so stark ist, ne? Also so von was so um einen rum ist, ist einfach unwahrscheinlich stark. Seh dich mal auf Google Map an, du bist so ein kleines Atom und ist alles Magnetismus. Wenn die Sonne ein bisschen näher an der Erde dran wäre, würde alles verbrennen. Natürlich, Leute verstehen Astrologie nicht, die sehen halt, ja, Mond, Sonne hat so einen großen Einfluss. Wenn jetzt die Sonne die ganze Zeit nicht scheint in Deutschland, dann sagen die Leute, ah, ich habe ein Depri, mir geht's nicht gut. Immer nur Regen. Selbst alle reden über die Sonne. Schon wieder ein Sommer, der noch nicht so richtig gut war und wir warten auf die Sonne. Und weißt du, sowas in der Tagesschau halt ist, ja, und in RTL. Alle reden vom Wetter und was weiß ich, wenn Mond ist, hat auch Effekt auf die Frau. Ja, aber Jupiter, Venus, Mars, Pluto, Rahu, Saturn sind auch da. Bloß weil die Sonne jetzt nicht drauf scheint, kriegst du es nicht mit? Quatsch. Natürlich kriegst du es mit. Und deswegen ist Wohnort super entscheidend, weil dadurch kannst du eben Verbesserungen machen. Was ist Astrologie? Astrologie ist Diagnose, Prognose und dann Remedy. So, und deswegen dieses Remedy, diese Verbesserung oder das, was du größer machen willst in diesem Leben, hängt 80% auch von den anderen ab. Deswegen ist das Navamsa-Chart so wichtig, das D9-Chart, weil es zeigt, wie die anderen, weil du ja nach Glück suchst, einander basiert, wie die anderen und das andere dich verändert. Genauso verändert dich eben auch die Umgebung. So. In diesem Kontext, lass uns auf das Chart gucken und first we have to understand this, you know, this we have to understand this, you know, this Horoscope. Ich mach's jetzt in der klassischen Grafik, weil du es vom Halskettchen kennst oder was weiß ich, oder sie boxt sich durch zu einem neuen Lebensziel, zu einem neuen Dharma. Was aber mit ihrer Mentalität in Kontrast ist, weil du siehst hier, pass mal auf, ich sag's dir mal, in klein.
Siehst du, die hat hier der Pluto und der Rahu, die sind alle in Spannung zu ihrem ganzen Neumond-Konstellation. Das heißt, es sind Past Life Obstacles. Auf der einen Seite ist hier ihr Wunsch oder ihre Mentalität, also Sonne bedeutet Ziel, Vision, Plan, Mond bedeutet Emotion, ja, und die Mutter ist drauf, das muss ich dir halt sagen. Saturn, der Policeman auf dem Mond, ja, mit Merkur. Das heißt, sie fühlt sich von ihrer Mutter kontrolliert, okay? Weil Mond bedeutet Mutter. Und wie fühlst du dich, wenn die Polizei hinter dir ist? Natürlich, wenn Polizei dein Freund und Helfer ist. Wenn Polizei dein Freund und Helfer ist, also das heißt, wenn du keine Scheiße am Stecken hast, ist kein Problem. Aber es ist ja immer so, dass jeder von uns ein bisschen Mist am Stecken hat und auch ein bisschen was Gutes getan hat. Wie auch immer, ich meine, Saturn, Mond ist eine knifflige Angelegenheit, ja. So, das heißt, sie hatte auch Saturn, Pluto, Quadrat, ja. In Schütze gehen wir in die Geschäfte rein. In Schütze spekulieren wir nicht mehr, ja. Da machen wir Nägel mit Köpfen, ja. Deswegen wird er durch einen Reiter dargestellt, der einen Flitzebogen hat, nicht wahr? Das ist ihr Schicksal. Das hat sie bereut in einem vorangegangenen Leben. Rahu ist der Wunsch, der uns in die materielle Welt bringt. Es ist ein ziemlich heavy Prozess, an dem sie da nagt. Und damit ist sie ihr ganzes Leben beschäftigt. Und dann sucht sie hier auch noch Harmonie und Gerechtigkeit, Mars und Venus. So, warum erzähle ich dir das? Ich erzähle dir das, weil sie das genau in Indien am Laufen hat. Da wird sie halt dazu gedrängt, wie du siehst. Also sie wird dazu gedrängt, in Indien, also diesen Prozess zu machen. Die Frage für mich ist, oder die Einschätzung für mich ist, ist es nicht ein bisschen zu krass? Ist es nicht ein bisschen zu viel manchmal? So, jetzt lass uns mal näher rangehen, die Lupe, und lass uns das genauer unter die Lupe nehmen, weil wir wollen ja hier hin. Wir wollen ja nach dem Shidamayapur. So, warte mal, ich weiß nicht, ich glaube, ich mache mich mal lieber auf klein, damit wir hier weiterkommen. Und dann gucken wir überhaupt von Calcutta. Wo ist Calcutta? Calcutta, wo ist Calcutta? Jetzt bin ich hier am Suchen. Hier ist Calcutta, hier unten ist Calcutta. Und oberhalb von Calcutta ist Sridharmayapur. Du siehst erstmal, hier gibt es keine direkten Linien. Hier ist Navadvip, hier haben wir es. Du siehst, wo meine Hand ist. Guck dir das bitte auf dem Notebook an. Na, hier ist ein Navadvip, okay? Guck dir es auf dem Notebook an, sonst wird es zu klein. Hier ist Gauranagara, wo du Bio-Sachen kaufen kannst. Lass uns mal da draufklicken und dann siehst du hier den Einfluss. Der Einfluss ist Mond-Mond-Knoten, genau das, was ich sage. Also Mutter, damit ist auch gleich der Saturn aktiviert, die Kontrolle. Ja, hier Mond-Mond-Knoten. Ne? Wir müssen jetzt sehen, wie ist Mond-Mond-Knoten in ihrem Chart besetzt. Also sie ist voll kann in ihrem Past Life Obstacle drin. Was bedeutet das? Also was heißt Obstacle? Sie ist auch voll in eurem Ding drin, was auch immer da aktiviert ist. Und was bedeutet das? Es kann bedeuten, dass sie sich total gepusht fühlt, ja, und sagt sie, du musst dich jetzt entscheiden, also so und so sein und das in die Prinzipien und das musst du einhalten und das musst du machen und so, das ist sauber und das ist was weiß ich, das ist ein Heavy Drill, also es wird ja ganz schön durch die Mühle genommen und sie erlebt auch dich als Bedrohung, also sie sagt, ach komm, jetzt kann ich mal loslassen, kann ich mal entspannen, ich meine, schließlich ist sie im Westen geboren. Ich sage jetzt nicht, dass sie das alles nicht einhalten soll, ja. So, wir müssen auch eine Sache mit einbeziehen. Sie hat also in ihrem letzten Leben Offense gemacht gegen, ja. Das heißt Offense, sie hat sich den Heiligen gegenüber nicht richtig verhalten, weil warum ist Jupiter rückläufig und warum ist Uranus hier? Das ist die Befreiung auf dem Jupiter. Deswegen, eigentlich müsstest du eine Life Vision erstmal machen mit der. Weil wenn du Jupiter rückläufig bist, dann hast du einen spirituellen Weg gemacht und hast das Baby mit dem Badewasser ausgeschüttet, weil du hast keinen Bock mehr gehabt. Du hast gesehen, das hat einen Fehler, die Spiritualität von den Leuten, was ja auch der Fall oft ist, dass die Leute
Fehler haben. Wir sind nicht nur befreite Seelen, zum Beispiel in einer religiösen Organisation. Die bedingte Seele, sie hat die Neigung zu betrügen, Fehler zu begehen, die Sinne sind unvollkommen und sie ist in Maya. Und wir sind alle noch zu einem gewissen Bezug bedingt. So, wenn dann jemand eben in irgendeiner Religion, im Hinduismus, Moslem oder Christentum oder irgendwo auf dem spirituellen Weg an seine Grenzen kommt und sagt, ja, also das sind ja auch nur normale Leute, das ist ja auch nicht das Richtige. Ich meine, hier ist auch keiner perfekt oder so. Und weißt du, dann lieber einmal ist kein Mal. Let's go to the sense gratification back, oder? Was mache ich mir hier im Kopf? Aber Jupiter in dieser Inkarnation zurückläuft, ich sage, hey, stop. Geh nochmal zurück, guck dir das nochmal genau an, veränder dich, sei auch offen für eine, also wie soll man sagen, ja, für eine Veränderung. Ja, das ist in Pisces. Jupiter ist exalted in Fischen, das ist gute Spiritualität. Ja, also geh nochmal zurück, befrei dich, helfe, diene, ja. Du sollst dich verändern und so, ja, man müsste sehen. Du, weißt du, ich würde es mal hierbei belassen. Ich habe ein bisschen geguckt, jetzt musst du für dich selbst reingucken und du wirst das mit dir selbst ausmachen. Okay, und eventuell, wenn du noch weiter beraten werden willst, müssen wir dann sehen, dass wir eine Vereinbarung treffen, okay? I hope this works or was working a little bit for you.